Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, ich bin gerade hier wieder am Rumbasteln und schauen, dass wir genug Ressourcen haben, weil wir haben ja doch ein wenig Ressourcenprobleme. Eine Kuppel ohne Lebenserhaltung wieder. Warum jedes Mal? Das sind halt so Sachen, die verstehe ich bis heute noch nicht ganz. Obwohl unsere Energieversorgung eigentlich genug gut ist. 260 in der Nacht. Aber wie scheint, haben wir zum Beispiel in der Nacht jetzt hier... Also es liegt vielleicht auch daran, dass die das hier hinten bis heute nicht... Doch, jetzt haben sie es repariert, schauen. Jetzt scheinen sie es repariert zu haben. Und sie reparieren gerade hier oben auch ganz fleißig. Hier oben kriegen auch noch ordentlich eine Verstärkung. Der Drohnenhub hier oben. Da ist schon wieder so ein Ding aufgetaucht. Hauptsache mitten da drin. Ah, das ist doch eine Frechheit. Ich höre dich schon wieder hier. Die sind bummvoll. Aber die kriegen da direkt ein Lager hin. Ein Depot für Edelmetalle. Dann sollte das Problem nicht so groß sein. Es sind halt doch Sachen, die noch teilweise einfach fehlen. Und mit denen wir doch einiges auch schaffen könnten. Bloß uns fehlen halt zum Beispiel Bewohner und so Zeugs. Zum Beispiel würde ich jetzt hier ein Apartment hinsetzen. Dann würde ich gerne auch hier drin einen wirklich schönen großen Park bauen. Ist die Frage natürlich, ja, ein bisschen... Gasse kann ich jetzt hier platzieren. Ich kann aber keinen großen Garten platzieren, oder? Bietet Entspannung und alles drum und dran. Dann platzieren wir dich doch zum Beispiel so. Ach doch, es gibt diesen Riesengarten, okay. Dann geben wir so einen kleinen Sicherheitsposten hier noch hin. Und so einen kleinen Sanitärposten. Dann schauen wir hier drunter. Es gibt hier kleine Gassen. So. Jetzt schauen wir die ultimative Entspannungskuppel. Mit natürlich auch Arbeitsplätzen und allem drum und dran. Aber vor allem ist der Plan, dass hier einiges an Entspannung auch durchgeht. Die Leute sollen jederzeit wissen, dass diese Kuppeln auch dafür da sind, dass sie dort leben. Und dafür benötigen wir natürlich Ressourcen. Jetzt sind sie auch einigermaßen leer. Jetzt sind hier Ressourcen gelagert. Oh. Jetzt hat sich viel ihr Interesse entfernt. Gut zu wissen, dass sobald sowas passiert, dass die alle hier rausgehen. Wie gesagt, der Plan wäre eigentlich, dass jetzt dann hier die zwei Metallextraktoren stehen, die uns dann hier ein schönes Lager aufbereiten.
Aber das Problem ist ja zum Beispiel wieder, dass jetzt hier gerade nichts passiert. Lass uns die Nutzung auch mal hochstellen. Und schauen, dass die bestimmten Uhrzeiten Nachtschicht. Auslastung umschalten. Sektor scanned. Also kann ich hier einstellen, zum Beispiel, dass die Auslastung zur Stärkung aus normale Auslastung. Okay, ich kann auf normale Auslastung stellen. Jetzt hat zum Beispiel diesen Reaktor hier, der jetzt Stromerzeugung 54 ist. Jetzt 70. Er wird uns auf jeden Fall um einiges helfen. Gespeicherter Strom. Holy shit! Okay, aber jetzt geht er hoch. Jetzt haben wir bloß 300 aktuell. Und genau das ist ja das Problem. Jetzt ziehen sich die wahrscheinlich wieder anders ab. Research complete. Tiefenscan. Das ist ja das Problem. Ich muss die jetzt wirklich halt immer genau so steuern aktuell noch. Und das ist problematisch, weil ich viel zu wenig Bewohner habe. Schauen wir doch mal nach, wie es hier mit Passagierraketen ausschaut. Botaniker, Ingenieur haben wir hier nicht, so was wie Geologen. Also ich würde gerne mal ein paar Ingenieure und Botaniker rausschmeißen und dafür ein paar Geologen reinschmeißen. Ein Offizier wäre auch noch gar nicht schlecht. Mediziner. Und dann starten wir das ganze Ding mal hoch. Und dann starten wir noch eine zweite Rakete mit Fracht. Die uns vor allem mal hier Polymer hochballert wieder. Ein bisschen was hier hochballert. Und dann starten wir die. Geheimnisvolle Aufzeichnungen. Okay. Die Shield-Forschung abgeschlossen haben. Das ist jetzt zum Beispiel wieder einer. Die Dinger sind aggressiv und nervig. Und da hinten befinden sich ganz viele von denen. Bedeutet, wenn da jemand hinkommt, vernichtet ihn. Habe ich nicht einen Commander irgendwo? Ferngesteuerter Kommandeur. Damit können wir doch die Ausrottung wahrscheinlich ein bisschen vorantreiben, oder? Vom der Haufen da. So, ich würde jetzt noch gerne die zwei Metallextraktoren hinbauen. Metallextraktoren. So wie ich das weiß, will der bestimmt gleich auch einen Stromanschluss haben. Stromkabel. Von hier nach da. Und dann noch da. So. Der ist schon wieder passiert, weil er nicht mehr gefunden hat. Aha. Es konnte keine Nahrung geerntet werden. Holy shit, wo sind die jetzt alle hin? Selbst hier ist keiner mehr. Sind die jetzt alle in den Extraktor reingegangen oder was? Setzen wir die mal normal. Holy shit. Ist gut. Das ist genau das, warum wir mehr Personen brauchen. So, jetzt schicken wir hier noch eine runter. Können gleich da alle reinlaufen. Fünf Abreisende. Und die sollten sich hoffentlich gleich hier auch gut wohlfühlen. Wir werden gleich mit einem Außenwrench auch dafür sorgen, dass sie einen Arbeitsplatz vor Ort habt. Shuttles überlastet.
Im Ernst? Okay, das habe ich irgendwie vermutet nach einer Zeit, dass das passieren muss. Leute, ihr werdet doch wohl noch ein bisschen Metall finden. Hier ist ein Riesenvorkommen. Oh Gott, ich verbrauche so viel. Das ist halt das Schlimme daran. Ich kann halt so viel machen, wie ich will, aber ich verbrauche halt trotzdem die ganze Zeit Ressourcen. Jetzt ist die eine Kuppel wieder ohne Lebenserhaltung aus irgendeinem Grund. Die können auch wieder starten. Jetzt hat die wieder keinen Strom. Das ist doch zum Mäusemelken. Das ist doch zum Mäusemelken. Wohnen denn hier Leute drin? Nö, weil natürlich die... Boah. Aber Leute gönnen sich wenigstens hier den Ort. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Wir gönnen erstmal denen die Abend- und die Morgenschicht. So. Wir reduzieren hier die Schichten. So, da tut jemand mit ein paar Ziegen arbeiten. Danach bauen wir nochmal Schweine an und dann nochmal Ziegen. So. Das Problem ist halt, du weißt auch nicht, wo die ganzen Leute hingehen. Ich habe 166 Arbeitsplätze. Und extrem viele freie Wohnungen. Aber ich weiß nicht, wo zur Hölle die alle sind. Wie scheint, produzieren wir jetzt ordentlich Polymer aktuell. Kann ich gucken? Freie Wohnplätze. Freie Arbeitsplätze. Liegt vielleicht auch daran, dass ich relativ inkonsequent hier gebaut habe. Wenn wir das Ding einfach mal abreißen. So. Ah, es können neue Gebiete erkundet werden. So. Und da setzen wir jetzt... Was können wir denn da hinsetzen? Großes Denkmal kann da platziert werden. Okay. Wenn ich jetzt hier sowas wie ein, keine Ahnung, Kunstladen platziere. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was bekommen. Das bringt sich natürlich in dem Fall was, dass ich eine Frachtrakete wieder runterschicken kann, die mir Nachschub hiervon bringt, hiervon ein bisschen was bringt, hiervon und noch ein bisschen ordentlich davon. Starten wir das Ding mal. Kann er die Ressourcen entladen? Ich glaube nicht, dass du noch schon leer wirst. So wie ich dich kenne. Aber frag mich nicht, wieso, was, wie gerade ist. Ich bin gerade echt noch selber mit dem Spiel teilweise vollkommen überfordert. Was eigentlich hier peinlich ist, aber... Tja, es gibt halt auch Spiele, da kommt man selber nicht immer mit... Aber es geht, denke ich mal, doch um einiges schon besser wie sonst. Wir müssen halt gucken, dass sozusagen bestimmte Sachen nur in bestimmten Zeiten aktiv ist. Ich weiß nicht, bei denen ist beides noch nichts drin.
Da arbeitet nur einmal pro Tag jemand, da arbeitet gar keiner. Da sind gerade alle am Essen sich holen. Die Bar ist auch besetzt, das Wohnhaus ist leer. So, die arbeiten aber schön in Abwechslung. Was sagt ihr hier von Nahrung? Wir haben Nahrungsverbrauch von 25, in Servicegebäuden aufbewahrt 60, insgesamt auf der Karte gelagert über 500, Nahrungsproduktion 9. Tja. Ein Abtrünniger. Wie kriege ich die Abtrünnigen weg? Jetzt ist wieder das hier. Kann ich das nicht schließen irgendwie? So, das sind Ressourcen, die wir geholt haben. Können wir die mal bitte abladen? Ah, unser Ressourcenlager ist voll. Gut zu wissen, dass unsere Lager voll sind. Ja, dann brauchen wir ein neues Nahrungslager, ha? Huh? Sind natürlich die Drohnen gleich wieder überlastet, weil ich sie benutze. Ich tue gleich mal hier ausschlachten. Weil das ist natürlich so eine Sache, die ist perfekt für diesen Fall. So. Unser Beton wird zum Glück auch wieder gescheffelt. Zwölf Kolonisten haben noch Heimweh. Einem Gebäude zuweisen kann ich hier. Kolonist umbenennen kann ich auch rein theoretisch. Er ist schon unterwegs. Das akzeptieren wir doch, damit wir schauen, dass wir eine möglichst hohe Nahrungsrate noch haben. So, jetzt können die endlich auch die Lager leeren hier. Eine gute Sache. Eine Drohkoppel hat mal wieder keine Lebenserhaltung. Und ich check nicht, wieso. Ich kann natürlich hier anfangen, Kabel von da nach da zu verlegen, aber ob das jetzt der positive Effekt ist, den wir haben sollten, wollen, ist natürlich die andere Sache. Das ist so die Sache natürlich. So. Steigt mal aus, vernichtet die Dinger. Wieso ist klar, dass genau das passiert? So. Fahren wir zu denen. Sehe ich noch welche auf der Karte aktuell? Eher weniger, ne? Gut, 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 gut. Entladen. Gehst du wieder darauf, bitte. Und suchst dir ein paar schöne Lager aus. Da steht auch wieder so ein Würfel zum Beispiel. Die schießen einfach an so daher und sagen so, hallo, ich bin hier. Natürlich relativ uncool ist. Ich glaube, ich platziere jetzt einfach hier auch nochmal ein bisschen Stromenergie. Ich weiß noch nicht, wie am besten. Kann ich mit Shift ein paar mehr platzieren? Bitte, danke. So. Damit können wir hoffentlich einiges in Zukunft leisten.
wenn die Dinge aufstellen. Und jeder vergisst irgendwie den Armen. Er scheint hier eingesperrt zu sein. Ich glaube, der ist da durchgefahren und wurde im Gebäude eingeschlossen, der Arme. So, die nächste Anlage steht schon. Ich bringe jetzt hier einfach nochmal ein volles Rad Strom unter. Mir scheißegal wie. Ich mache das jetzt. Und wenn ich jetzt unter Produktion gucke, dann brauche ich halt hier so eine Maschinenteilfabrik nochmal. Die kann ich ja wie scheint bauen. Geheimnisvolle Rakete. Eine Gefallene ist im Ort mit eingetreten und signalisiert, dass sie bereit zur Landung ist. Die Kommunikation mit der Rakete findet rein über Maschinenebene statt. Versuche Kontakt mit der Besatzung herauszunehmen sind bisher fehlgeschlagen. Da niemand sonst Anspruch auf die Rakete erhebt und kein Symbol zu sehen sind, mit deren Hilfe man die Herkunft feststellen konnte, können wir damit tun, was wir wollen. Dennoch sollten wir vorsichtig sein. Die Zeit, in Zeiten wie diesen müssen wir stets mit Betrügereien und Sabotage unserer Konkurrenten rechnen. Sogar hier auf dem Mars. Wir sollten diese Rakete sofort landen lassen. Wir wissen nichts, was damit ist. Bauen wir erstmal die riesigen Dinger hier. Dann schicken wir dich wieder nach Hause. Und das jetzt war diese neue Rakete, die wir gefunden haben, oder was? Oder wie? Du überwachst die Raketenlandung und schickst vorsichtig Forscher zu ihnen. Finden wir eine Menge Nahrungsvorräte, die offensichtlich für eine Maskulinie bestimmt waren. Experten haben die Nahrungsmittel untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie unbedenklich sind. Da uns niemand wegen der Rakete kontaktiert hat, behalten wir die Vorräte. Cool. Wir haben jetzt 100 Nahrung nochmal gratis bekommen. Hier wird aktuell auch Nahrung gelagert ohne Ende. Aktuell haben wir 700 Nahrung auf Lager. Das ist natürlich genial. Ist super, bedeutet, wir schicken wieder eine Rakete mit Passagieren nach unten. Jetzt hoffen wir mal, dass wir durch die erhöhte Menge an... Die wollen alle dahin, aber sie kommen nicht hin. Schon irgendwie traurig. Kannst du das einfach hier ablegen? Transport. Erstelle eine automatische Transport, die ausgewählte Ressourcen um ihren Ursprungsort herum abgebaut und zum... Jetzt sag nicht, ich habe das die ganze Zeit übersehen. Alle Ressourcen einladen. Okay, nochmal. Alle Ressourcen einladen. Als ob das funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Automatisierte Hubs. Wo habe ich dieses geforscht? Ah, hier, automatisierte Hubs. Jetzt sind die autonom. Das ist natürlich noch genialer. Sektor scanned. So, wir holen uns jetzt. Wir schicken die auch gleich weg. Aber holen uns mit einer Frachtrakete nochmal einige Maschinenteile aktuell. Und lassen die starten, weil wir das aktuell echt brauchen. So, und du hast dich hier rein verschanzt. Und
vernichtest nun alle, die du hier findest. Damit die kein Unheil hier mehr anrichten können. So. Langsam ausrotten einfach diese schwarzen Würfel. Ich will die hier nicht mehr sehen. Ist der neu? Der ist neu. Vernichtet den mal. So. Das erledigt. Einpacken und zurück nach Hause. 22 Passagiere. Lass die Rakete mal kurz hier landen. Der lädt ein. Der macht, was ich ihm angesagt habe. New colonists have arrived. Ein abreisender Kolonist, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe halt aktuell noch Probleme einfach mit bestimmten Sachen in diesem Game. So, ich hätte halt doch gerne eine Maschinenteilefabrik. Wie viel können denn die Arbeiter? 15. Jetzt sollte man doch mit so einer kleinen anfangen. Die passt ja auch noch gut in die Ecke rein. So, der liefert neue Teile ab. Colonists are departing. So, der fährt jetzt mit den ganzen Ressourcen, die er gefunden hat, wieder zurück. Das ist doch cool. Schauen wir uns das noch kurz an. So, das ist dadurch, dass wir natürlich eine fette Rakete voller Ressourcen haben. Das sind schon wieder von denen. Haut die aus der Matratze raus hier. Wir haben nichts verloren. Also mit den neuen Materialien können wir natürlich nochmal ein bisschen was machen und auch ein bisschen länger durchhalten vor allem. Da fehlt zum Beispiel noch ein Maschinenteil, dann haben wir hier wieder eine volle Last erreicht. Beide können wieder durchstarten. Ach guck mal, der hat das jetzt einfach hier abgelegt, so YOLO. Und ist jetzt wieder zurück auf dem Weg nach oben. Das ist cool. Neu gefunden Aluminium, das ist natürlich genial. Der Kunde kriegt gleich den Auftrag, wieder dahinter zu gehen. Dann schauen wir noch mal kurz in die Forschung. Ja, wir haben immer noch einiges zu erforschen. Als nächstes würde ich mal hier ein bisschen was hochforschen wieder. Dann den Rest aufholen bringt und dann haben wir eh schon viel zukunftsweisende Sachen. Wir haben uns wieder gut stabilisiert. Vor allem mit den Lufträdern hier kann ich jetzt endlich das hier versorgen. Was natürlich perfekt ist. Und ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen oben. Das war eine Elektro-Maschinenteilefabrik, oder? Achso, das ist Wartung. Ja, an die produzieren. Schauen, wann die Leute Lust haben zu arbeiten. Aber wir brauchen natürlich genug mit den Maschinenteilen in Zukunft. Bedeutet, es wird irgendwann notwendig. Natürlich, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Was ist das denn?